Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry Primal Part. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Ich habe es irgendwie ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren, wie viele Parts wir schon hatten. Ich würde sagen so 15, 16. Und was in dieser Größenordnung, vermutlich. Sind da unten die Sila böse? Oder warum? Faucht. Ja, tatsächlich. Nein, das sind sogar Udan. Was machen die hier unten so weit im Süden? Diese blöden Penner. War's das schon? Das waren wenige, Udam. Was ist das über eine Mission überhaupt? Tiere befreien. Ja, ich... kann ich machen. Weiß nicht wie. Ich werde ihn nicht anzünden. Das war das letzte Mal eine ganz dumme Idee. Ach nee, eben nicht anzünden. Kann ich den kaputt machen? Ah, geht doch. So, greifst du uns jetzt an? Nö, okay, cool. Danke. So, blöde Udam, gib mir mein Zeug zurück. Boah, das war ein schöner Kopfschuss. Tut mir fast ein bisschen leid, wenn sie nicht so fiese, dreckige, miesige Kannibalen. Dann wird sie mir leid tun. Das ist ein Außenposten. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin zum Handwerker. Diese Folge, ne? Was passiert denn hier gerade? Wow, ein Jaguar gerade einen Venya-Kumpel gelegt. Das finde ich jetzt nicht so sympathisch. Arschlöcher. Das dummen Venya. Lassen sich aber auch von allem umlegen. Tss, toll. Stehen aber auch nicht gerade am oberen Ende der Nahrungskette, ne? So, ich würde sagen, wir gehen mal im Fluss entlang. Und wenn wir auf dem Weg ein paar Ziegen treffen, umso... besser? Was war das gerade? Was? Umso besser? Denn wir könnten ein bisschen neues Fleisch brauchen, weil die letzte Mission hat uns ganz schön an den Kräften gezerrt. Genau genommen haben uns die Isila ziemlich auf der Fresse gegeben. Zum Beispiel dich. Würde ich gerne essen. Danke. Jetzt blutest du und ich laufe dir nach und warte, bis du stirbst. Das ist so der Plan. Oder? Funktioniert das nicht so gut? Ah doch, das funktioniert ganz gut. Ich höre eine Schlange. Ich hoffe, die vergiftet uns jetzt nicht. Nee, ich glaube... da bist du, dumme Schlange. Stirb. So, da. Bringt das überhaupt was? Nö, die kann man nicht mehr plündern. Oh, oh, Udam. Ich glaube, dem geben wir einen kleinen Kopfschuss mit. Gute Nacht, kleiner Udam. Also wie viele Leute hier sind, das ist eigentlich auch nicht so typisch für die Steinzeit. Gab es ja irgendwie in ganz Europa ein paar tausend Nasen und hier begehen wir ja halben Völkermord. Ist ja auch ein bisschen komisch. Naja, man soll nicht so auf die Logik beharren. Blub. Ne, ein bisschen, ja eben, apropos Logik beharren. Er kratzt ein bisschen am streichelten Stein und ein ranzender riesiger Felsbrock verschwindet. Ist hier noch was? Ah, Holz, 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 Holz ist sehr wichtig, weil wir haben echt kein Holz mehr, oder? Fast keines mehr. Was mache ich? Nee, noch 6 Holz, das ist nicht so viel. Wo kommen wir denn her? Ja, egal, kriegt trotzdem einen Kopfschuss. Nein, das war jetzt dumm. Was habe ich gemacht? So. Kein Wunder, habe ich nie Holz, weil immer beim Holz sammeln. Immer wenn ich Holz sammeln will, dann kommen mir diese Pappnasen dazwischen und dann habe ich kein Holz mehr. Das ist ein bisschen viel. Oh, da unten ist was. Eine Rettung. Ach du Scheiße, jetzt kommen nach irgendwie ein Dutzend nerviger Udam-Pestnelken. So viel zum Retten. Da komme ich gar nicht mehr dazu. So. Das greift mich jetzt wieder an. Ich sehe es auf der Minimap, aber sonst nicht. Ich möchte gerne zur Rettungsmission. Geronimo! Alter, oh. Die sind wahrscheinlich auch nicht so gemütlich, diese Viechlein. Haben wir es gesehen? Nö, noch nicht.
So, das waren alle, glaube ich. Ja, mit dem Befreien warten wir noch. Zuerst mal plündern wir noch ein bisschen. Plündern. Plündert, brennt nieder. Nee. Oh nein, unser Tier ist ja kaputt. Was ist das denn geschehen? Ach du heilige Mutter Gottes. Alter, wirst du mich verarschen? Ihr könnt mich doch jetzt nicht alle gleichzeitig angreifen. Das finde ich jetzt mäßig cool, ehrlich gesagt. Alter, was war das denn gerade? Das ist fast so blöd wie damals mit dem Wollnashorn. Das ist aus dem Nix raus irgendwie einfach Platz gemacht hat. Ah, da kommen wieder... Alter, diese verschissenen... Geht ihr mal bitte nach Hause? Ihr nervt. So. Jetzt gute Nacht. Die brennt noch, ne? Gut. Brauche ich jetzt ein bisschen zum Plündern, ist es doch ganz vorteilhaft. Ja. Und dieses Riesenvieh war ja diese, was sind das? Auerochsen vermutlich oder sowas in die Richtung. Die waren ja auch nicht so lustig. Die waren ein bisschen fies. Hier müsste doch einer liegen, ne? Ne, anscheinend nicht. Ne. Ich würde sagen, da machen wir das Licht lieber aus. Ja, sonst geben die uns aufs Maul. Oh. Och nö, bitte nicht. Geht doch einfach weg, danke. Das ist gut, ich glaube, der Wolf vertreibt die, der Löwe. Kann das sein? Warum sage ich eigentlich immer Löwe oder Wolf? Statt. Ja, ich sage immer das andere, was es ist. La, wir laufen durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht oder so. Ich habe das Lied noch nie gehört, ich weiß nicht, wie es geht. Ich bin auch ganz schön dankbar dafür. Wenn man den Geschichten Glauben schenken mag, ist es ziemlich furchtbar. So, da wären wir wieder bei unserem Kumpel. Was ist da? Ein Tapir! Will ich töten? Muss ich töten, weil ich noch nie eins getötet habe. Gut, das ging schnell. Was bringt uns das denn, wenn das so schnell umfällt? Ich dachte, was bringt uns irgendwas? Ja, Fleisch, okay. Und ein bisschen Haut, auch nett. Komme ich jetzt irgendwie hier hoch, bitte? Hilfe! Wie komme ich hier hoch? Das würde ich jetzt gerne wissen. Gibt es hier irgendwas, was mir angezeigt wird? Nö. Nein, danke! Scheißdreck. Tasche voll mit Knochen. Aber Knochen haben wir schon. Ich würde gerne da hochkommen, ehrlich gesagt. Ach hier, jetzt sehe ich's. Komm. Da. Ha. La. Boah, ist das dunkel hier, ne? Oh, eine Menge fiese Wölfe. Ah, da gehe ich lieber mal da rein. Tschüssi. So, jetzt müsste es eine neue Mission geben. Ach nee, stimmt. Hi, me.
das hat es das letzte Mal nicht mehr mitgespeichert, dass es ein bisschen blöd ist. Jetzt müssen wir die Zwischensequenz nochmal sehen, aber ist nicht schlimm, weil lustig ist sie ohnehin. So, dann machen wir das gleich, würde ich mal sagen. Ja, das hat es das letzte Mal halt leider nicht gespeichert. Au, au, nicht gespeichert. Ja, das ist halt ab und zu so. Komm, gib mir dann. So. Ja, ja. Aber egal. Der kluge, der lustige Typ war, der ist irgendwie immer wieder witzig. Was dafür lustig ist, wie viele Spitznamen wir jetzt schon haben. Keiner davon ist irgendwie sehr löblich. Außer vielleicht Bestienmeister. Aber sonst haben wir Mammutfuß, Pissemann. Sehr nett. Die behandeln uns ja mit großem Respekt. Ich glaube, wir werden gemobbt. Alter, warum kommt jetzt so krasse Musik? Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Komm, geh weg, du dummes Tab hier. Okay, da sind Viecher. Also Gegner, ich glaube, das sind die Sila wahrscheinlich. Nee, sind du da. Aber nicht viele, nur zwei. Komm, bleib stehen. Ich hab gesagt. Oh, das ist nicht unser Vieh, das da Jagd macht. Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt auch schleunigst machen. Wie werfe ich die nochmal? Das habe ich vergessen. Ja, toll. Alter, was ist das denn? Ja, das ist zu spät. Ja, ich glaube, wir überleben das nicht. Ich glaube, wir überleben das nicht. Alter, what the fuck? Was ist das denn für ein Riesenvieh? Das greift uns sicher nochmal an, oder? Ich möchte es ja nicht zähmen. Naja, es ist weg. Und wir sollten verdammt nochmal dankbar dafür sein. Alter, was zur Hölle? Das war ja ganz schön krass. Ich glaube, ja, ich wollte schon sagen, irgendwas greift uns hier an. Jetzt sind wir tot. Wow. Das ging schnell. Finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt. Was machen wir jetzt? Ich meine, ich muss jetzt mal kurz gucken, wie wirft man nochmal den Köder? Nein, ich würde gerne Tastensteuerung. Bla bla, Köder. Köder, Köder, Stein werfen, nein, 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 Waffenrad, ja. Nö, 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 Köder, 7. Was ist mit der Taste 7? Das muss doch eine bessere Alternative geben, aber von mir aus. Machen wir halt mit der 7. Alter, das war ein ziemlich fieses Viech, so ein riesiges fieses Viech. Au! Ich werde im Wasser angegriffen. Ich habe es gewusst, dass es irgendwelche böse Viecher im Wasser geben wird. Ich habe es gewusst. Diesmal bin ich etwas vorsichtiger, weil ich habe keine Lust, nochmal diesem Vieh über den Weg zu laufen. Also wir werden ihm garantiert nochmal über den Weg laufen, aber dieses Mal möchte ich ihm gerne zuvorkommen. Da ist es. Wirf den Köder, verdammt! Warum wirfst du den Köder nicht? Was mit B? Nein. Was mit N? Nein. Was mit C? Nee, das verschleichen. Oh, fuck, Wölfe. Auch das noch. Wo ist dieses Riesenvieh jetzt hin? Da hinten, ne? Ich glaube. Nein. Alter, wo ist das hin? Das macht mich jetzt ein bisschen paranoid. Das sind alles nur Wölfe. Ich weiß nicht, wie man den Köder wirft. Das ist ein bisschen dumm. So nicht.
Ach, das war die Eule. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber okay. Ja, passt. So. Haben wir. Nein, bitte nicht. Bitte sag nicht, dass du das Riesenvieh bist. Du bist sicher das Riesenvieh, oder? Du bist das Riesenvieh, ich wusste es. Nein! Alter. Wie werfe ich den Köder? Verflucht noch eins. Ach, mit T. Nein, greif bitte nicht mich. Greif doch den Köder an, du Scheißvieh! Alter, verfickte dreckige... Was? Okay, auf jeden Fall ist es mit G, glaube ich. Was? Boah, ist das scheiße. Alter, was soll das? Man kann... Ich mache überhaupt keinen Fortschritt. Immer wegen diesem Riesenvieh, das mir so auf den Sack geht. Da ist es. Es macht nichts anderes als mich jagen. So, jetzt... So, los. Alter, fick dich doch einfach, ganz ehrlich. Nee, wisst ihr was? Keine Gnade. Das Viech killen wir jetzt einfach, weil das geht mir so auf den Sack. Alter, fick dich auch. Geh einfach weg. Alter, welchen Teil von fick dich, geh weg, hast du nicht verstanden? Geh weg, habe ich gesagt, du dummes Stück. Komm her. Dummes Stück Dreck. Komm her. Jetzt bin ich wütend. Jetzt möchte ich was hauen. Richtig doll. Ja, renn weg, du. Da ist noch einer. Alter, jetzt wollt ihr mich doch wirklich verarschen. Was soll das? Guck mal, was? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann ihn nicht umbringen. Ich kann nicht davonlaufen. Was soll ich denn bitte tun? Außer sterben. Ach, es ist tot. Es war ein Säbelzahntiger, ein normaler. Ach, du heilige Mutter Gottes. Alter. Das war jetzt auch Glück. Da, komm her. Jetzt habe ich kein Fleisch mehr. Alter, war das... Das war jetzt ein Drecksvieh, ganz ehrlich. Was sollte das denn? Warum ist es einfach so verreckt? Im Wasser ist es einfach so gestorben. Ja, es ist mir jetzt auch wurscht. Hauptsache es ist weg. Wo ist es hin? Ganz weg. Na, ja klar, ne. Wenn es noch so eins kommt, ehrlich, dann... Dann cheat ich mir ein Maschinengewehr hin. Oder da kommt jetzt sicher noch einer, oder? Ja, da ist noch einer. Alter, was für eine verfickte Drecksscheiße. Das war ja total unnötig, ganz ehrlich. Wollt ihr... Das spawnt aus dem Nix, spawnt vor meiner Nase ein Wolfsrudel. Ja, nö. Ist ansonsten ganz logisch, ne? Ich glaube, wir warten, weil die kämpfen jetzt gegen die Wölfe. Alter, das ist sehr motivierend. Oh, sie sind tot. Jetzt hauen die Wölfe ab, danke. Und wenn das da hinten noch so ein verschissener Säbelzahntiger ist, dann... Ja, nee, ist klar. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ehrlich? Boah.
Boah, ey, weißt du, man kann es auch echt übertreiben hier. Also langsam ist es nicht mehr so witzig. Das geht mir jetzt echt ein bisschen zu weit. Das sind einfach zu viele von diesen total overpowerten Viechern. Und die Musik geht mir ehrlich gesagt langsam auch ein bisschen auf den Sack. Oh, Kopf weg. Ja, kann passieren. Suche die alten Venya-Steine. Weil hier sind überall alte Venya-Steine. Ja, welche alten Venya? Ach, die hier vielleicht. Ne? Ne, es ist deren Altar. Das hier nichts. Okay. Das hier nichts. Ach, hier, untersuchen. Ah, natürlich, müssen zuerst alles wieder anzünden. Geh weg. Ich versuch's mal, ob man es auch verkloppen kann. Ah, anscheinend nicht. Hat es hier irgendwo Feuer? Da hat es Feuer. Brenn. Brenn. Da war's das jetzt wenigstens mal. Danke. Man, ich höre mich sicher, wir sind immer noch sehr motiviert an. Okay, und hier? Nichts. Und hier? Okay, also nur... Nee, hier haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Also gut, ich mache an dieser Stelle jetzt einen kleinen Cut, um mich von diesem bekloppten Säbelzahntiger zu erholen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.